So, willkommen bei meinem neuen Bild. Das heißt nicht neu, aber ich dachte, ich mache ein Update von meinem Odashi-Bild. Da mich einer gefragt hat, wie die Stats sind, die ich verteilt habe. Natürlich spiele ich das noch mit dem blutgefleckten Spalter. Nahkampfschaden natürlich drauf. Verteidigung durchdringen. Der Standard-Stats, Nahkampfschaden, Gegner mit vollem Leben. Das heißt, sobald ihr jemanden trifft mit der Waffe, habt ihr sofort 15% mehr Schaden. Feuerschadenwaffe ist es natürlich. Einfluss auf Angriff, Stärke, ganz wichtig. Da der Odashi hier Stärke mit B+ hat. Schadensbonus für Vertrautheit natürlich drauf. Ja, die Waffe, die ist nur da für den Set-Bonus. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Könnt ihr notieren, könnt ihr so machen, wie sie jetzt ist. Also ich nutze sie gar nicht. Deshalb ist sie eigentlich nicht wichtig. So, dann die Waffe. Die Fernkampfwaffe. Der Bogen hat Schadensbonus wie Vertrautheit drauf. Und die anderen Stats könnt ihr halt einmal kurz durchgucken. Fernangriffsschaden, Volltrefferbonus, Kieschaden, Bogen. Dann, das ist ganz wichtig jetzt. Bei dem zweiten habe ich es meistens immer drin. Schadensbonus für Wirklichkeit. Das heißt, das ist der einzige Bonus, der von Fernkampfschaden auf den Nahkampfschaden übergeht. Ihr habt zwar nur B, da ihr eine schwere Rüstung trägt, aber er macht sie auf jeden Fall bemerkbar. So, und sonst ganz normale Stats drauf. Schadensbonus für Wirklichkeit, hatte ich ja schon gesagt. Dann Blutengeschossschaden, große Distanz. Da ich meistens mit dem von weiter weg schieße. Fernkampfwaffe. Und Bewegungsgeschwindigkeit habe ich drin. Mit dem Zielen, mit der Fernkampfwaffe. So, jetzt kommen wir erstmal zu den wichtigen Stats. Also ich spiele das Ganze mit Kamivari und Susanoo natürlich. Der hat einen starken Angriffsschaden von 4,6% bei voller Vertrautheit. Dann Zähigkeitsschaden über die Zeit. Bonus für Amarita-Absorption, Angriff erhöhen, ganz wichtig. Glück. Umso mehr Glück ihr habt, umso mehr Schaden macht ihr auch. Das war nur minimal gerechnet, aber man merkt es dann schon, ne? Also wenn euch dann Millimeter vom Gegner fehlt und ihr habt dann Glück drauf, lasst es nur ein Prozent sein. Hätte er dann in dem Moment eine Schlacht gemacht, wärt ihr weg. Eventuell. So, dann ganz wichtig. Reduzierte Elementarschaden, Verteidigung. Das heißt, wenn ihr euch verteidigt und das auf drei Rüstungsteilen drauf habt, erleidet ihr keinen Schaden, wenn ihr verteidigt. Das ist das, was ich jetzt geändert habe. Also ich hatte davor überall Angriff drauf. Und das habe ich jetzt übernommen vom Hayabusa-Bild. Vielen Dank an Jürgen, der mich darauf mal aufmerksam gemacht hat. Gehen wir weiter auf die Brust. Na gut, das erste ist logisch. Ist ein fester Stat. Kann man noch wegmachen, aber ich habe ihn jetzt noch drin gelassen. Kein Ki Angriff erhöhen. Das ist ein Stat, den ihr nur drauf bekommt, wenn die Brust ätherisch ist. Also rot. Wie bei mir. Sollte es noch göttlich sein, also grün, kriegt ihr diesen Stat nicht drauf. Ja? Den gibt es zweimal. Einmal kann man den auf die Brust machen und einmal auf die Beine. Ich habe es auf den Beinen auch drauf, ich muss das noch ändern. Darauf kommen wir aber gleich nochmal zurück. Dann den Standard-Stat, ist klar. Gewichtsreduktion, ganz wichtig. Ihr müsst auf jeden Fall auf B kommen. Deine Erholungszeit verkürzen ohne Ki.
Gerade bei den schweren Rüstungen ist es wirklich, wirklich wichtig. Ja. Dann reduzierter Elementarschaden, Verteidigung wieder mit 34,7%, Angriff 55 Punkte und Nahkampfangriff verstärken. Immer auf den Händen halt drauf, ne? Macht ja auch Sinn. Dann ganz wichtig, Sprint erhöhte Ausdauer. Umso mehr Ausdauer ihr habt, umso länger hält die LW, also der Geistmodus. Dann habe ich da noch Angriff drauf geschmiedet mit Handschuhen. Höhere Laufgeschwindigkeit, da man eh schon langsam ist, ist das ganz, ganz wichtig. Ja, Ausrüstungsbilanz bei Menschen, der Gegenstandbilanz meine ich, muss man nicht drauf haben, kann man drauf machen. Dann ganz wichtig, Bonus für erlittenen negativen Effekt, Angriff erhöhen. Das heißt, der wirkt nun doppelt. Ihr bekommt ja einmal durch die Rüstung, durch den Set-Bonus, bekommt ihr ja, einen Moment, hier, einmal A plus Schaden für negative Effekte und dann bekommt ihr halt nochmal den Bonus für erlittenen negativen Effekt. Kriegt ja auch eine Angriffserhöhung drauf. Also kriegt ihr zweimal einen drauf gleichzeitig. Sobald ihr irgendeinen negativen Effekt erleidet. So, dann haben wir die Handschuhe, hatten wir durch. Hier waren wir noch. Da kann man Angriff erhöhen, habe ich drauf. Benutzung belebter Waffe abgeschlossen. Das heißt, sobald ihr aus der LW, aus dem Geistmodus raus seid, kriegt ihr sofort eine Angrifferhöhung. In meinem Hayabusa habe ich zum Beispiel Laufgeschwindigkeit erhöhen. Den kriegt man auch drauf. Allgemein diese ganzen Sternchen-Stat kriegt ihr nur drauf, wenn ihr wirklich das so lange schmiedet, bis der Sternchen-Stat drauf kommt. Über Vergüten, über das andere Neuschmieden geht es nicht. Ihr müsst die wirklich so lange herstellen, bis da der Sternchen-Stat kommt. Oder ihr habt Glück und findet es, ne? Also schönen Gruß an Jürgen raus. Der hatte sehr viel Glück. Der hatte sogar Hände gefunden in Abgrund, die glaube 97 plus hatten, wenn ich mich nicht irre. So, dann sind wir bei den Füßen jetzt angelangt. Bonus nach Reinigung Angriff erhöhen. Das ganz einfach erklärt ist halt die Wassertöpfe, die ihr schmeißt, dann steht ja ein Yokai-Reich. Entweder ihr reinigt es normal oder in meinem Fall mit dem Keker-Talisman, den ihr links unten bei mir seht. Der Keker-Talisman reinigt halt automatisch. Und dann kriegt ihr halt eine Angriffserhöhung sofort. Ne? Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Nebel seht und da kommt einer raus, benutzt einen Keker-Talisman. Ihr geht in den Nebel rein, bekommt eine Angriffserhöhung und seid gleich stärker. Dann töte ich wieder Sprinter mit der Ausdauer. Nochmal 18,9%. Ist halt wichtig, ne? LW länger, muss ich nichts zu sagen. Angriff erhöhen kritisch. Auch ein Sternchen-Stat. Den ihr drauf schmieden, den ihr nicht drauf schmieden könnt, sondern nur durch Schmieden der Rüstung. Sobald ihr im kritischen Bereich seid, kriegt ihr halt eine Angriffserhöhung. Dabei aber vorsichtig, der Stat geht sehr schnell weg. Das heißt, ihr solltet zusehen, dass ihr möglichst zum Schluss dann im kritischen Bereich seid. Ihr müsst halt mit Buffen fertig sein. Ihr müsst eure LW anhaben und dann zum Beispiel runter in den Abgrund. Und dann in der Zeit müsst ihr noch hinter den Gegner kommen, um ihn einen Hit zu verpassen. So. So, gehen wir weiter mit den Anhängern. Yamakani Magatama habe ich drin. Haltbarkeit belebter Waffe, 260 Punkte. Dann Angriffskraft belebter Waffe, 11,9. Und dann habe ich noch den Yata-Spiegel. Der gibt mir Glück, plus 60. Angriff erhöhen Pluswert. Das heißt, die 132 Punkte, die ihr da seht, werden verdoppelt. Und auf den Angriffswert, auf den Nahkampfwaffenwert draufgerechnet. Also auf den Waffenwert dann, ne? Angriffswert. Ja, das war schon im Großen und Ganzen. Jetzt gehen wir einmal hier kurz
die durch. Fange mit dem Schwert an. Ganz wichtig ist diese ganzen Passivsachen, die nimmt die alle mit. Hier haben wir zum Beispiel, wenn dein Leben auf 30 oder weniger fällt, steigt deine Ki-Regeneration um 10%. Mitnehmen. Ja. Hier, Ki. Plus 5, plus 3, plus 2. Mitnehmen. Ganz wichtig hier. Nahkampfschaden gegen Gegner mit voller Lebensanzeige steigt um 5%. Beziehungsweise um 10, um 5, um 5. Also eben mal eben 20 Punkte mehr. Dann hier, mitnehmen. Wenn ein Leben auf 30% oder weniger fällt, steigt dein Nahkampfschaden um 2%. Beziehungsweise um 4, um 2, um 2, 8% mehr. Genau wie das hier. Schaden mit Stichangriffen um 3% erhöht. So, hier ist ganz wichtig, die Axt gibt euch mehr Leben. Mal eben 200 Punkte. Beim ersten 100 und dann 2x50. So, die hatte glaube ich noch einen hier, genau hier. Wenn dein Leben auf 30 oder weniger fällt, sinkt dein erlittener Schaden um 5%. Also um 20 eigentlich. So, dann hier könnt ihr dann noch mitnehmen, wenn ihr mal mit Kusi spielt, ist das echt OP. Erhöht halt euren Schaden, euren Angriffswert einfach mal. Leider kann man die dann nicht mitführen in dem Bild, den ich hier habe. Aber wenn ihr zum Beispiel Susanoo und Kigetsu und Tatanashi mit der Kusi spielt, super Buff. Sommerzwielicht. Auf jeden Fall hier passiv. Steigert den Schaden von Stößangriffen. Mitnehmen. Steigert den Gegner, den bei Gegnern verursachten Schaden von hinten um 3%. Um 3%, um 6%. 12% mitnehmen. Hier bei Odashi habe ich alles geskillt. Weil ich immer wieder mal was Neues ausprobiere. Tofa ist nicht wichtig. Die Passivsachen, die auf der Tofa drauf sind, die sind nur für die Tofa. So. Fangen wir mal ganz unten an. Ich fange immer gerne ganz unten an, weil oben habe ich eigentlich kaum was. So, dann auf jeden Fall den letzten Punkt mitnehmen. Dann hier so Passivsachen. Auch ganz wichtig, ne? Katzengang ist klar. Kodama-Verwandlung braucht ihr nicht. Ich habe nur zu schnell geklickt und dann war schon soweit. Rauchkugel braucht ihr auch nicht. Schnellwechsel, ganz wichtig, damit ihr wiederbelebt wird. Wieder so eine Passivsache, hier wegen Ki. Mitnehmen. Tigerlauf, Ansturm, Wolkenläufer, mitnehmen. Dann Munitionsträger, es kommt drauf an, was ihr habt, ne? Ob ihr Bogen, Gewehr spielt oder die Kanonenkugel. So, dann haben wir hier übel riechendes Erdfeuer. Braucht ihr nicht unbedingt. Erdfeuer ist ganz wichtig. Die anderen eigentlich nicht. Lähmendes Erdfeuer kann man mitnehmen. Ganz gut am Anfang für Maruboshi. Dann halt Passivsachen hier wieder. Ganz wichtig. Und das war's hier schon. Hier ganz wichtig, habe ich hier noch vergessen, Erleuchtung. Er macht halt nicht dann diese Bewegung und ihr habt den Buff halt sofort drauf, ne? So, dann Schwäche-Talisman. Kann man immer mal mitnehmen. Hier auch wieder ganz wichtig, Erwachen. So, hier unten wieder alles skillen, damit ihr genug Punkte habt zur Verteilung. Erdfaltungstalisman bringt euch zurück zum Schrein. Wechselwirkung. Igel, ganz wichtig. Einsiedler für den Buff, negativen Effekt. Gold
Und Glückssachen kann man mitnehmen. Ich benutze es ab und zu. Weissagung, sage ich mal, ja, nicht so wichtig, aber hier Pilladen, Extraktion ist ganz wichtig. Wenn ihr die beiden benutzt und 30 Punkte im Geist habt, braucht ihr nur einen Geisterstein. Wenn ihr dann einen benutzt. Blutbad zum Rumlaufen, optimal. Dann Keka-Talisman, ganz wichtig. Hier sind so Passivsachen wieder, Yokai-Schutz etc. Ja, es war schon. Im Großen und Ganzen, hier sind noch Passivsachen wie Feuerabwehr, Wasserabwehr. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Hier nochmal meine Skillung, meine Statuswerte. Die habe ich von unserem Großmeister, den Servano, übernommen, der mir damals wirklich geholfen hat, hier mein ersten Odashi-Bild, mein ersten Endbild zu erstellen. Schönen Gruß nochmal ran, raus an Silvano, unseren Professor. Der hat das von vorne bis hinten durchgespielt. Einer der ersten, die den Abgrund auch fertig hatten auf 999. Bester Mann. So. Was haben wir hier noch? Clan. Ich spiele es mit Ishida. Müsst halt immer schön spenden, ne? Ganz wichtig. Ja, das war schon im Großen und Ganzen, ne? Ich habe euch die Dings gezeigt. Die Waffen, die Rüstung. Was ich euch nochmal zeigen kann, damit ihr ein bisschen Übersicht habt. Über all die Sachen, die ich drin habe. Jutsus etc. Seht auf der rechten Seite Schnellwechsel. Seht auf, wie viel ich da habe. Könnt ihr gerne so übernehmen, wie ihr wollt. Also, man macht ordentlich Damage. Also, ihr dürft jetzt auch nicht hier auf meinen Schaden achten. Ne? Können wir mal kurz hier. Meine Pluswert ist halt aus dem Abgrund. Neunhundertneunundneunzig. Profi-Effekt hier. Und den machen wir ja auch einmal weg und dann. Ja, gut, das ist ein bisschen übertrieben jetzt. War jetzt ein bisschen übertrieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Abo wäre nicht schlecht. Und ich bedanke mich. Bis dann. Ciao.